Maxim ist mutig, aufmüpfig und verrückt. Ist süchtig nach Adrenalin, scheiße, Bomb bedeutet Glück. Mit den Freunden kiffen, ein paar Jägermeister kippen. Lächelnd durch die Straßen und am dicken Autos pissen. Barfüßig über Dorn, seine Gedanken sind verworren. Sein großes, gutes Herz läuft über wegen all dem Zorn. In der Schule Mobbing, da ihn dort keiner versteht. Seine Haut ist dünn und mit Narben übersät. Es kam der Tag, als irgendwas in ihm zerbrach. Als Papa krank wurde, nachdem seine Mama starb. Er schluchzt in seinem Arm an ihrem Sarg. Sag mir doch bitte, wie ich all das noch ertrag. Manchmal träumte er, es könnte doch anders sein. Dann haut er alles kurz und klein und schließt sich danach ein. Schließt Gefühle weg, versucht so zu fliehen, wühlt tief im Dreck. Manchmal fühl ich wie Maxim. Hey du, lass den Kopf nicht hängen, auch wenn andere versuchen, dich in Schubladen zu zwängen. Das, was du tust, ist vielleicht nicht immer richtig, doch man selbst zu sein ist mehr als überlebenswichtig. Vorurteile sind niemandem fremd. Hör nicht hin, da dich niemand kennt. Du verlässt dich auf mich, wie ich mich auf dich. Du kannst dir sicher sein, ich lass dich nie im Stich. Geh deinen Weg, es kann dir nichts passieren. Mach, was du fühlst, du kannst so vieles ausprobieren. Trau dich ruhig, du musst dich nicht für dich genieren. Manchmal muss man sich verlieren, um das Leben zu kapieren. Harte Zeiten durchlebt nun wirklich jeder. Nicht jede Kindheit ist leicht wie eine Feder. Nützt alles nichts, du musst nach vorne sehen. Glaube mir, so wirst du alles überstehen. Tiefgefrorene Seifenblasen liegen tonnenschwer im Magen. Kursen sind leicht, Kursen sind leicht. Das Gefühl, das wie ein Herbststurm ist, wenn Zorn wie ein Dorn im Herzen sticht. Versteckt sich vor der Welt. Jeder spielt mit ihr, wie es ihm gefällt. Sie flüchtet sich in all das Leben, zeigt ihr seine Fratze. Sie fühlt sich nur stark unter ihrer Maske. Niemand liebt sie, wie sie ist. Jeder behandelt sie wie Dreck, als wäre sie kein Mensch, sondern ein nutzloses Objekt. Sie sticht wie eine Rose, bis sie jeder hasste. Niemand kann sie sehen unter ihrer Maske. Sie zerbricht fast daran, Tränen rinnen übers Kinn. Ein Meer der Gefühle, in denen sie fast ertrinkt. Sie fühlt sich nur akzeptiert, wenn sie singt, um zu vergessen. Sie nimmt die Maske ab, Musik ihr Rettungsring. Ich sag dir jetzt mal meine Strategie zum Überleben. Denn diese negativen Vibes musst du dir echt nicht geben. Ich weiß, es gibt viel Negatives in dieser Welt. Doch traurig rumzusitzen bringt nichts. Mach doch das, was dir gefällt. Jetzt kommt der zweite Tipp. Ich starte freundlich in den Tag. Denn mit einem Lächeln übersteht man jeden Schicksalsschlag. Ich weiß es selber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber positiv zu bleiben ist da sehr empfehlenswert. Bist du nicht positiv, versinkst du in der Trauer. Der ganze Tag fühlt sich an wie ein Regenschauer. Sei lieber die Sonne, die für alle anderen Menschen scheint. Tu das und ich versprech dir, du bist nie mehr allein. Warum Trübsal blasen, wenn man Seifenblasen machen kann? Reiße dich aus der Verzweiflung, breche diesen bösen Bann. Sei einfach du selbst und schon bald wirst du kapieren. Du brauchst nur dich und nicht dich zu maskieren. Tiefgefrorene Seifenblasen liegen tonnenschwer im Magen.
wie ein Herbschen ist, wenn Zorn wie ein Dorn im Herzen sticht. Meine Familie und ich, wir halten zusammen. Wir schaffen das, was niemand anders kann. Manchmal wird es laut, manchmal gibt es Streit. Dann wieder Zärtlichkeit und Versöhnung, eines breit. Corona macht es uns und allen anderen nicht leicht. Wir bleiben zu Haus, auch wenn's uns manchmal reicht. Wir spielen Uno, gemeinsam coole Spiele, haben Spaß zusammen, denn wir sind eine Familie. Tiefgefrorene Seifenblasen liegen Tonnen schwer im Magen. Kursen sind leis, Kursen sind leis. Das Gefühl, das wie ein Herbschen ist, wenn Zorn wie ein Dorn im Herzen sticht.